Es wird mal wieder Zeit für eine neue Folge hier in The Hunter Call of the Wild. Wir sind gerade in Mexiko angekommen und ja, ich würde sagen, wir gehen mal los, rüsten uns aus und gucken, was wir so entdecken. Es ist ja ein Wahnsinnsanwesen hier, wo man startet. Abgefahren, richtig cool gemacht. Hier gehen wir natürlich erstmal ran und haben es jetzt quasi erst entdeckt. Ab an den Waffenschrank. Wir brauchen Waffen für Vögel, für Hirsche. Gucken wir mal, was es so alles gibt. Also ran hier an den Waffenschrank und erstmal schauen, was wir haben bzw. was wir benötigen. Ich mache mal erstmal hier alles wieder auf 0 und dann rüsten wir uns erstmal ordnungsgemäß aus hier für die Mexiko-Map. Wir benötigen für die ganzen Vögel auf jeden Fall mal einen kleinen Kaliber. Hier jetzt Kaliber 22, 10 Schuss drin, bam, bam, bam. Das heißt, wir können auch mehrere gleichzeitig erlegen. Ich hatte erst überlegt, ob man die Cullman nimmt, wegen ja, Klasse 1 und 2. Dann hätten wir noch den Kojoten mit drin. Es wäre aber auch eigentlich nicht schlecht, wenn wir eine Waffe hätten mit einer Munition, die 2, 3 und 4 abdeckt. Also wir haben auch ein paar Dreier, beziehungsweise wir haben Dreier-Tier und Vierer-Tiere. Jetzt gucken wir gerade mal bei den Munition-Gewehren. Welche Munition deckt denn richtig viel ab für den Bereich, den wir benötigen? Guck mal hier. 3 bis 7. 3 bis 7 wäre nicht schlecht. 3 bis 7 ist nicht schlecht. 2 bis 6 Winchester wäre natürlich genau das, was wir hier haben, ne? Komplett. 2 bis 6, höher geht es nicht. 2 bis 4. Ich glaube, oder wir gehen hier rein, aber dann sind wir bei einigen Tieren auch ein bisschen zu low. 4 bis 8 ist auch wieder ein bisschen zu 2 bis 4. Remington 223. Wir müssten ein bisschen höher kommen, das wäre nicht schlecht. 2 bis 6, auch hier wieder. Mit der 243 Winchester, ganz klassischer Anfängerballermann eigentlich, ne? 2 bis 6 macht natürlich, ist natürlich sehr klein, sehr kleine Schusskanäle, ganz wenig Aufpilzung. Ja, ich denke, wir sind am effektivsten unterwegs tatsächlich mit, ja, mit der 243. Ich kaufe hier nochmal ein bisschen Munition, da das ja unsere Hauptmuni sein wird. Also rüsten wir uns aus hier mit der Ranger 243, mit der kleinen Express. Dann benötigen wir natürlich die passende Munition dazu. 243, das ist die mit der besseren Durchschlagskraft. Ich nehme vielleicht sogar tatsächlich nochmal die mit so ein bisschen mehr Aufpilzung. Vielleicht hilft das auch. Und dann haben wir hier natürlich die Munition fürs Kaliber 22. Das Zielfernrohr lassen wir so, wie es ist. Und dann benötigen wir natürlich auch noch die passenden Lockmittel. Ja, so sieht es nur aus. Wir haben hier die Lockruf und die Lockmittel quasi für Maultierhirsch, für den Weißwedel, für den mexikanischen Rotluchs natürlich, für den Truthahn und für die Schweine jetzt erstmal dabei. Und ich würde sagen, mit dem Setup, und da hinten ruft es auch schon, mit dem Setup machen wir uns erstmal auf die Socken. Der Wind steht ja gerade ganz günstig, das heißt, wir richten uns hier Richtung Nordosten erstmal aus und gehen dem einfach mal entgegen. Alter. Das war close. Das war close. Das ist doch ein Weißwedel. Das war doch ein Weißwedel. Oder? Ich bleib mir hier schön in Deckung.
Das ist krass. Ich bin gar nicht weit weg hier von der Base. Guck mal, da sind hier 50 Meter vielleicht. Einfach mal hier in die Büsche reinmarschiert. Und da geht es schon los. Das ist ja nett. Erster Aufenthalt hier auf der Map. Und man wird hier schon angefaucht. Sehr gut. Ich gehe mal hier vorne in den kleinen Baum mit rein. Und ich bin sehr gespannt. Also ich habe mittlerweile natürlich alles ausgerüstet. Das heißt, Zielfernrohr draufgeschraubt. Da. Close. Ohne Scope. Noch einer hinterher. Was haben wir hier vorne jetzt? Männchen auf jeden Fall. Nehmen wir das hier vorne. No Scope. Und sitzt. Da schießen wir jetzt nicht wild hinterher. Da hinten links kommt noch einer. Auf 75 Meter Nullen. Das ist natürlich praktisch. Das ist natürlich sehr, sehr praktisch. Über Kimme und Korn geschossen. Gucken wir mal eben rein. Jo. Das passte doch. Herz, Lunge, Silberwertung dafür bekommen. Kann man machen. Erster Weißwedel. Naja, noch nicht so ganz prächtig, aber immerhin gut getroffen, gut geschossen, mitgenommen. Weiter geht's. Na, was haben wir denn hier? Guck mal da. Fasanspuren. Die ersten Spuren vom Fasan. Ringfasan. Vielleicht habe ich die gerade weggescheucht. Spannend. Da oben geht's weiter. Da ist die Spur. Oh, hier sind auch die Weißwedel lang. Alter, was eine Aussicht hier. Abgefahren. Ich hatte mir gerade gedacht, komm, machst du dich mal auf den Weg hier in Richtung der Wasserquellen. Und ich glaube, das ist auch gar nicht verkehrt. Jede Menge Spuren. Und guck mal da hinten. Dickhornschafe haben wir hier auch. Sehr schön. Kategorie 4. Hier ist noch Weißwedel. Ja, es sind wie gesagt sehr viele in der Kategorie 4 unterwegs. Auch da wieder Dickhornschaf. Sehr schön. Ich werde mich jetzt mal hier, ich sag mal, über den Kamm so ein bisschen durch das Gestrüpp daran machen, dass ich dann in dem Bereich da oben ein bisschen einen besseren Ausblick auch habe auf das Gewässer. Ich drehe mal hier so eine leichte Kurve. Also, es sind hier jede Menge Tiere unterwegs. Das ist ganz abgefahren gerade. Ich wurde regelrecht von Weißwedeln noch verfolgt. Mehrfach schon ein Schnaufen hinter mir gehört. Aber der Wind geht halt genau in die Richtung. Das heißt, ich habe gar nicht so viele Möglichkeiten jetzt gerade in die andere Richtung, guck mal da, in der anderen Richtung zu reagieren. Tja, da hätte ich gerne eine bisschen bessere Schusssicht auf das Gewässer da unten. Den Kojoten, den verscheuchen wir jetzt einfach mal. Ist zwar auch immer ganz interessant auf Kojote, aber den hatten wir jetzt zuletzt schon mehrfach. Die Dickhornschafe wären natürlich nicht verkehrt, ne? Die hatten wir bisher noch nicht. So. Jetzt bin ich ja quasi schon... Also so eine halbe Runde habe ich jetzt schon durch. Es geht hier schon wieder rauf auf den anderen Hügel. Das ist schon mal praktisch. Truthahnspuren auch. Oh mein Gott, es wird so geil. Ich freue mich demnächst erstmal schön hier auf der Map alles die etwas neueren, Tiere jagen. Habe ich alles noch gar nicht so viel gejagt. Also tatsächlich auch in der Vergangenheit noch gar nicht so viel unterwegs gewesen hier auf der Map. Und da kann man doch mal. Da kann man doch mal wieder. Ich gehe mal ein bisschen in die Hocke. Jetzt so langsam. Alter, so eine geile Vegetation hier, ne? Heiß, trocken, staubig. Da flog was. Ich glaube, da flog was. Ich glaube, da flog gerade ein Truthahn über. Da
das ist ja auch das Wilde, ne? Diese Truthähne, wenn die durch die Luft flattern, muss man jetzt ein bisschen darauf achten. So, aber nichtsdestotrotz erstmal ein bisschen ranpirschen. Perfekt. Perfekt. Hier den nächsten Hügel, den nächsten Kamm erklimmen. Das ist geil. Sehr, sehr gut, ey. 40 Grad im Schatten. Ah, da hält man es noch aus hier im Schatten. So. Und da vorne ist das Wasser. Top. Aber es ist tatsächlich noch nicht wirklich viel zu sehen, direkt am Wasser. Ja, noch mal ein bisschen weiter. Der Kojote ist wirklich gierig, ne? Er will es wirklich. OMG! Direkt vor der Nase! Mega close! Ein paar Meter weiter nach links gegangen. OMG! Wie krass! Das ist doch ein Dickhornschaf! Ui! Wow! Uff! Wow! Was eine wilde Aktion! Nee! Ey, du Lümmel! Alter! Schuss gerade, zack, zack, ah, Knochen getroffen. Demnächst also ein bisschen weiter voraimen. Ja, müssen wir uns merken. Bisschen weiter voraimen. Alter, wie sie aussehen, die Böckchen. Knick, knick, knick. Oh, Alter, voll die weißen Hörner, ey. So richtig weiß leuchtende Hörner. Geiles Ding, kann man mitnehmen. Aber das ist natürlich ein Ding. Da war zum Glück der Finisher. Der hat den Rest gegeben. Uff. Alter. Was ein Lümmel. Was ein Lümmel. Und der Kojote ist immer noch hier. Jetzt holen wir uns aber auch den Kojoten, Alten. Alter, was ist hier wieder los? Also das ist echt immer der Hammer, ne? Die Geräuschkulisse, wenn man hier rumrennt, ist ja der Hammer. Was war denn das jetzt für eine wilde Kombi? Oh, guck mal da hinten. Noch ein paar Weißwedel, neuer Spot. Und war das nicht ein Luchs, der mexikanische Luchs? Plus einen Weißwedel? Ich versuche noch mal ein bisschen zu locken. Kojote, Luchs. Gucken wir mal. Tja, weder vom Luchs noch vom Kojoten irgendeine Spur. Jede Menge Weißwedel. Am gesamten Gewässer immer wieder. Hier hinten noch mal so eine Gang. Hier, da geht es weiter, da hinten, hier, guck mal, da hinten an dem Baum rennen sie nochmal rum. Hier, da rennt noch ein Dickhornschaf mit dabei. Oh, auch noch ein Spot von den Schafen. Aber nichts Kojotiges. Ganz, ganz eigenartig. Und guck mal hier, hier rennen sie mich gleich um. Hier rennen sie mich gleich um. Wart mal ab. Da stehen sie schon. Stufe 2, Warnruf. Die sind natürlich auch genau in meinem Mief, ne? Was will. Guck, und dann hauen sie wieder ab. Mein Mief geht genau da in diese Richtung.
keine Chance. Ich würde sagen, wir suchen uns nochmal ein Weißwedel von da hinten. Oder noch so ein Dickhornschaf. Das wäre natürlich auch richtig sexy. Mal gucken, ob ich noch eins kriege. Oh mein Gott, beim Loslaufen. Guck mal hier, ein Truthahn. Gerade losgelaufen. Da hinten flattert er weg. Nen Truthahn, Alter. Auch geil. Oh mein Gott, guck mal hier. Ist das der Hammer, Alter. Der Truthahn gerade einfach weggeflattert. Hier. Fasan. Ist das der Hammer. Der Truthahn ist gerade einfach weggeflattert. Zack, zack, zack. Über zwei, drei Ecken. Da kam ich so gar nicht hinterher, ohne zu rennen. Und jetzt guckelt hier so ein Fasan rum, Alter. Ohne Scheiß, ne? Einfach eine geil gemachte Map. Ganz wichtig natürlich auch hier wieder hauptsächlich leise natürlich rumlaufen. Ei, 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 wie wild, ey. Und da fliegt er direkt wieder weiter. Sehr, sehr cool. Mexikanischer Rotluchs. Links unten war der Fasan und was sehe ich da? Leicht rötlich mexikanischer Rotluchs. 180 Meter, den locken wir nochmal an. Ja, das Locken funktioniert richtig gut gerade. Er kommt immer näher. Wir sind jetzt hier auf 120 Meter. Das ist doch schon mal eine ganz gute Position. Er dribbelt so langsam näher ran. Links, rechts, links, rechts. So. Ich bin komplett unsichtbar. Richtig gut hier im Gestrüpp. 109 Meter. Ja, Stufe 3 auch nur. Das heißt also, theoretisch könnten wir hier mit dem Ballermann ganz gut treffen. Ja, nice. Erledigt. Direkt getroffen, sehr gut getroffen, ein Schuss. Da fällt es natürlich auch leicht, dann mit dem Kaliber die Katze mit einem Schuss zu erledigen. Wir gucken mal, zack, beide Lungen direkt durch. Also gar keine Chance. Piercing-Munition 243 ist natürlich perfekt. Ne? Mit einer Reichweite sozusagen, Klassenreichweite von 2 bis 6, perfekt. Schön, Rotluchs auch gerne mitgenommen. Silberwertung, so soll das sein. Ich habe schon richtig Bock gerade hier auf diese Map. Es sieht super aus. Und ich glaube, wir haben auch in Zukunft hier noch jede Menge zu tun. Weidmanns Heil, ihr Lümmels. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal entweder im Livestream auf Twitch oder im nächsten Video.